Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch. Heute von der Moritzburg in Zeitz, dem kleinen Städtchen Zeitz, so auf halbem Weg zwischen Leipzig und Gera. Und hier im Schlosspark hinter der Moritzburg, in der ich jetzt gerade reingegangen bin, da findet heute der japanische Tag in Zeitz statt. Und wir waren schon da, ich muss jetzt mein Auto nochmal umparken, weil man nur 2 Stunden auf dem Parkplatz parken kann. Und ja, zusammen mit Christoph vom japanischen Haus in Leipzig habe ich mir schon diverse Veranstaltungen angeguckt, mit diversen Leuten dort geredet. Und ist natürlich deutlich kleineres, ja, Ensemble oder Veranstaltungsbereich, Raum, als zum Beispiel jetzt das in Düsseldorf der Fall ist, was nicht unbedingt schlechter sein muss, das ist nicht negativ gemeint. Hier wird dann wirklich ein bisschen mehr, ja, auf wirklich kulturelle Dinge Wert gelegt, das zusammen auch mit, ich glaube, einen diversen Gartenbauverein aus den Angeln gehoben wird oder stattfindet heute am Tag des Gartens. Ja, ist da besonders viel Wert auf Bonsai gelegt, also diese japanische Topfpflanzenkunst, Ikebana, die Blumensteckkunst. Und es gibt auch einen japanischen Garten, durch den ich vorhin schon durchgegangen bin und einige Sachen gefilmt habe. Kommt dann im Video auch vor. Und ja, mal schauen, was uns der Tag noch so bietet. Ich werde euch dann jetzt im Folgenden einige Eindrücke zeigen. Viel Spaß! So, das ist jetzt der Schlosspark Moritzburg, die ist jetzt hier hinter mir. Und ja, den japanischen Garten, den findet man, wenn man von, ja, von der Burg reingeht, rechter Hand. Also hier ist die Burg, hier ungefähr stehe ich gerade und muss jetzt hier rechter Hand lang gehen. Da ist der japanische Garten, da findet es auch alles statt, inklusive ja, in der Klinkerhalle, wo die Bonsai-Ausstellung und auch diverse Vorträge sind. Also in dem Bereich, da findet der japanische Tag statt. Das hier ist übrigens, kleiner Blick, das Programm, was da heute geplant ist am 10. Juni, was so stattfindet, einmal auf der Bühne und die da ja beim japanischen Garten nebenan steht, die Bühne, und einmal in den Klinkerhallen. Und ja, einiges davon haben wir schon angeguckt, von manchen habe ich Aufnahmen gemacht, von manchen nicht. Das werde ich euch, wie gesagt, zusammenschneiden. Und ich gehe jetzt weiterhin, um mir ja, den Sake-Vortrag anzugucken. Die Heido ist ja so ein Alleinüben und reine Konzentration zu üben. Das ist ja immer vorstellen, gegenüber steht mehrere oder ein oder mehrere Gegner. Thank you.
bisschen auf den Charakter des Sake und wählt danach dann die Temperatur, in der er sich am besten entfalten kann. Sie können das an unserem Stand gerne alles nachprüfen. Also wir haben verschiedene Flaschen heute mitgebracht, einmal quer durch alle Qualitätsstufen. Haben ein bisschen zu tun, aber auch mit Disziplin. Unsere Kinder lernen frühzeitig die Regeln, die sie einhalten müssen, die dazugehören. Und unsere Traditionen, die auch dazugehören. Jedes Training kriegt natürlich eine ordentliche Begrüßung an.